Mein Name ist Bastian Putz. Ich bin jetzt seit 1988 bei der Alzcam Trostberg und bin für den Bereich Produktion der NCN zuständig. Wir befinden uns in der GMP-Anlage. GMP kommt aus dem Amerikanischen und bedeutet Good Manufacturing Practice. Die Anlage wurde 2001 speziell für die Produktion von Kreatin gebaut. Cyanamid wird bei uns am Standort seit über 40 Jahren schon produziert. Der zweite Rohstoff ist Natriumsarkosanat. Früher hatten wir den zugekauft, jetzt können wir den in der Anlage selber herstellen. Diese zwei flüssigen Rohstoffe gelangen über einen Partikelfilter in den Reaktionsbehälter. Im Reaktionsbehälter wird das ganze Gemisch aufgeheizt und bei einer festgelegten Temperatur eine gewisse Zeit verweilen lassen. Nach der Reaktion wird abgekühlt, es entsteht dabei eine Suspension und diese Suspension wird anschließend in den Apparat gleich nebenan eingefüllt. Dieser Apparat ist eine Filterdrucknutsche, mit der man eine Flüssigkeit von einem Feststoff trennen kann. Um die geforderte Reinheit zu erreichen, wird dieses Kreatin mehrere Male im Wasser aufgeschlemmt. Wenn das Produkt dann fertig abgepresst ist, macht ein riesiger Stempel an der Nutsche auf und das Produkt wird mittels eines Rührers über diesen Abwurfschacht zum nächsten Aggregat, dem Trockner, gefördert. Alles läuft geschlossen ab, damit von außen keine Partikel in das Produkt reinkommen. In dem Trockner wird dann unter festgelegten Bedingungen und bestimmten Temperaturen dieses Produkt auf einen festgelegten Wert getrocknet. Damit man diesen Wert genau erreicht, wird eine Inprozesskontrolle gemacht. Mit der Probe, die beim Trockner gezogen wird, wird in einem Labor der Feuchtegehalt auf einer Trockenwaage bestimmt. Wenn der festgelegte Wert erreicht ist, ist dies das Signal für den Mitarbeiter, den Trocknungsvorgang abzubrechen. Nach der Abkühlung wird es wieder im geschlossenen System abgelassen in einen weiteren Behälter, der als Puffer vor der Abfüllung dient. Bei der Abfüllung verlässt das Produkt den geschlossenen Bereich. Damit der Kunde auch sicher sein kann, dass auch hier keine Verunreinigung passiert, ist dieser Raum speziellen Anforderungen unterworfen. Dazu gehört, dass sich der Mitarbeiter beim Reingehen schleust. Schleusen bedeutet, dass er sich andere Schuhe anzieht, desinfiziert seine Hände, zieht Handschuhe an, setzt sich ein Haarnetz auf und kann dann so den Raum betreten. Während des Abfüllprozesses, der wieder teilautomatisch läuft, werden in einen PE-Sack 25 kg Kreatin eingefüllt. Das fertig verpackte Paket verlässt den Abfüllraum über ein Rollenband. Die Aufgabe des Mitarbeiters außerhalb ist, den Karton sofort mit der jeweiligen Lotnummer zu kennzeichnen. Diese Lotnummer, die außen auf dem Paket angebracht ist, ermöglicht uns die komplette Rückverfolgung dieses Batches. Angefangen von den Rohstoffen, weiterhin zu dem Produktionsdatum, wie groß war das Lot, wie war die Analytik, wann war das Freigabedatum, einfach komplett alles ist für dieses Lot dann mit dieser Nummer bekannt. Nachdem das Produkt etikettiert und palettiert wurde, geht unser Kreatur auf die Reise in die ganze Welt.